Hallo und Happy Fursuit Friday. Bevor es mit mir losgeht, übergebe ich erstmal an den Piratenwaschbären Rocket. Er hat nämlich euch etwas zu sagen und zu zeigen. Viel Spaß! Ja, hallo. Mein Name ist Rocket, der Pirate Raccoon. Vielen Dank, dass ich auf Marshalls Kanal auch mal zu Wort komme. Nein, alles Spaß. Ich wünsche euch nachträglich ein frohes neues Jahr. Ich möchte mich auch an dieser Stelle bei ein paar Leuten bedanken, nämlich zuallererst natürlich bei Karelia. Karelia, thank you for this awesome fursuit again. I don't know, it's 3 years, 4 years ago. I forgot it. It was a long time, but it's always very awesome. Thank you, I'm very proud to be part of the Karelia family. Denn, und jetzt wieder auf Deutsch, ich war ja, und auch Marshall, wir waren ja auf der EastCon letztes Jahr beim Thema Cyberpunk, und ich habe mir etwas zeichnen lassen von, ich kann den Namen nicht lesen, etwas mit Z. Und ich habe auch die Visitenkarte von ihr, aber ich habe die Visitenkarte jetzt auch momentan nicht gefunden. Aber Link und Name ist dann in der Videobeschreibung, und ich habe mir etwas zeichnen lassen. Schaut mal her. Und zwar ich mit meinem Schatzi, nämlich mit Gasto Gummibär. Der ist auch hier hinten auf einem Bild drauf. Ich habe auch noch ein anderes Bild hier hinter mir. Da hängen lauter Commissions und lauter gezeichnete Bilder. Toll. Was Commissions sind, wird euch dann gleich Marshall erklären, und er wird euch dann auch gleich ein bisschen hier rumführen und auch die anderen Bilder zeigen. Nämlich, es hat sich in diesem Raum einiges getan, und so. Und mit diesen Worten gebe ich ab wieder an Marshall. Bis dann und habt eine schöne Zeit. Yo, ho, ho. Ha. Tschüss. So, hier ist meine ein bisschen neu gestaltete Ecke. Hier habe ich zwei Bilder, die habe ich auf einer EastCon mal ersteigert, bei dem Thema The Lucky 30, glaube ich. Hier ist dann ein Bild von Faelis gezeichnet, die hat auch übrigens meinen Marshall-Badge gemacht, und zwar Rocket und Sorin. Ich glaube, man muss nicht mehr so viel sagen, wer Sorin ist. Im Hintergrund eine eindrucksvolle Supernova. Darunter ein Bild auch von Rocket mit Hoverlover. Dieses Bild hat er gewonnen, und zwar von der Künstlerin Erdbärchen. Nicht Erdbärchen, Erdbeerjoghurt. Erdbärchen war jemand anders. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Dann hier noch ein Bild, auch mit Rocket und seinem heimlichen, naja, heimlich ist es nicht, seinem großen Schwarm Gasto Gummibär. Das Bild ist von, Moment, dass ich kann es nicht lesen. Nanuklut, Nanuklut, ich kann es nicht genau lesen jetzt, aber den Namen sende ich dann natürlich, Namen und wenn es einen Link gibt, in die Videobeschreibung. Also mit Gasto, Arti, dem Vogel, dem Tukan, glaube ich, auf Gastos Insel, und natürlich Rocket. Dann dieses Bild, das habt ihr bestimmt schon gesehen bei Rocket, das hat Rocket vorhin vorgestellt, da muss ich auch nicht mehr so viel dazu sagen. Die Kissen, die sind auch noch alle die gleichen. War ja ein Geschenk von einem Zuschauer. Hier ein Verpeilus, hier ein Marshall, dann ein Ackeflausch. Und jetzt kommen wir zum Highlight, nämlich dieses Bild von Nibiru, Nibiru Star. Vielen, vielen Dank nochmal für dieses Bild. Ich habe es mir ganz groß ausgedruckt hier in die Ecke, in die Ecke, an die Wand von meiner Ecke, wo ich immer meine Videos für euch mache, hingehängt. Ja, hallo, da bin ich. Und ich muss eines sagen, da ich einen Wunschkommentar übersehen habe, nämlich Marshall macht noch mal wieder ein Video mit einem Luftballon oder mit Luftballons, habe ich mir gedacht, während ich euch etwas erzähle, hier ein bisschen mit dem Luftballon spielen. Ja, hat euch der kurze Gastauftritt von Rocket gefallen? Er hat ja etwas über Commissions erzählt, beziehungsweise über das Bild, das er sich hat zeichnen lassen.
und sich erstmal ein bisschen bedankt. Und jetzt werden sich vielleicht manche fragen, Marshall, was ist eine Commission eigentlich? Kommission, das hört sich so wirtschaftlich an. Das hört sich so an wie jemand, wo in einem Lager arbeitet oder in der Logistik und dann so, es gibt eine Kommission. Ja, das ist tatsächlich, bedeutet das so viel wie etwas in Auftrag geben. Und zwar im Furry Fandom sind das meistens Bilder. Das, was ihr hier so im Hintergrund jetzt hängen seht, das habe ich ja vorhin ausführlich so ein bisschen besser gezeigt. Und auch Rocket hat euch ein bisschen was gezeigt. Das ist, es gibt Künstler, die bieten sich einfach an und sagen, hey, ich zeichne Bilder und wenn jetzt jemand sagt, hey, ich hätte gerne ein Bild, zum Beispiel mit meinem Charakter, mit mir oder und mit meinem Lieblingscharakter oder auch ein einzelnes Bild, kannst du mir das zeichnen und dann bezahlt man den Künstler, das ist nämlich ganz wichtig, das kommt nämlich auch dazu, Künstler auch zu unterstützen und ja, und dann hat man ein Bild. Das ist sehr breit gefächert. Das fängt an von Bleistiftzeichnungen über Tinte, Tusche, Feinliner, Schwarz-Weiß-Zeichnungen, Holzfarben bis hin zu Aquarell und natürlich auch digital gezeichnet, also mit dem Computer gezeichnet. Und die Preisspanne, die ist auch sehr unterschiedlich. Also ich habe schon für Bilder 20 Euro bezahlt, ich habe auch schon für Bilder 150 Euro bezahlt, zum Beispiel das hier mit Rocket und Gasto, das hat tatsächlich 180 Euro gekostet. Ja, ihr habt richtig gehört. Und es gibt aber auch andere Commissions. Man kann sich auch Plüschis kommissieren lassen. Die sind natürlich dann noch teurer, wenn ihr jetzt von eurem Favorite Character ein Plüschi haben wollt. Da gibt es auch Bauer und Bauerinnen, die so etwas machen, so etwas zusammennähen. Ja, alles Mögliche. Ich glaube, sogar Musik kann man commission lassen. Man kann ganze Comic-Geschichten, also man kann alles in Auftrag geben. Puppets natürlich. Es ist halt alles eine Frage des Geldes, wie so vieles. Aber ich bin ganz ehrlich, jemand, wo einen richtig guten Job macht, den bezahle ich auch sehr gerne. So, was wollte ich sonst noch sagen? Ja, ich habe noch eine andere Geschichte, aber das erzähle ich in einem separaten Video, da geht es auch um Künstler und es ist ein bisschen ein negatives Thema, deswegen möchte ich das in einem separaten Video ansprechen. Ja, ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende, genießt den schönen Schnee draußen, das nächste Regenwetter kommt bestimmt. Bis dann, macht's gut und danke fürs Einschalten und tschüss!